Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, der Serie iOS History. Heute ist der 21.10.2013 und ihr seht ein iPhone 4 mit iOS 7.0.2. Im Prinzip bespreche ich heute iOS 7.0, da 7.0.1, welches nur für das 5C und das iPhone 5S erschien, Bugfixes beinhaltete, und iOS 7.0.2 beinhaltet eigentlich auch noch Bugfixes. iOS 7.0 erschien am 18. September 2013 und zu den Änderungen kommen wir gleich. iOS 7.0.1, welches wie gesagt nur für das iPhone 5C und das 5S erschien, kam am 19. September 2013 raus, also einen Tag später. Und iOS 7.0.2, welches zum Zeitpunkt dieser Aufnahme das aktuellste ist, kam am 26. September 2013 raus. Ja, mit iOS 7 wurden auch direkt die iPhone 5C und 5S vorgestellt. Das iPhone 5C ist, wie manche vielleicht nicht wissen, ist im Prinzip nur das iPhone 5 in dem Plastikgehäuse. Da hat sich wirklich absolut nichts verändert, außer dem Plastikgehäuse und den bunten Farben. Ansonsten ist das iPhone 5 dann noch drin. Ja, bei iOS 7 wurde das komplette Design überarbeitet. Das kann man hier sehr schön sehen. Das Hintergrundbild ist nicht das Standard, aber das ist eins der Hintergründe, die man auswählen kann. Und das habe ich halt geändert, weil ich das besser finde. Der Lockscreen sieht so aus. Und hier haben wir die Uhr, den Tag. Und wir können hier das Notification Center runterwischen. Und hier sehen wir heute alle verpasst und so weiter. Aber dazu kommen wir noch gleich. Von unten kann man das Control Center hochwischen. Hier haben wir ein paar Toggles. Hier können wir die Helligkeit verändern. Die Lautstärke, wenn Musik spielt. Hier haben wir noch Airplay, hier wäre auch noch AirDrop. Allerdings wird das nicht unterstützt auf einem iPhone 4. Und hier haben wir Taschenlampe, Stoppuhr, Taschenrechner und wieder die Kamera-App, die wir im Übrigen auch noch hier aufrufen können. Man kann jetzt überall auf dem Bildschirm nach rechts wischen, nicht nur hier unten. Und man hat dann das Code-Eingabemenü, sieht halt so aus. Und die Animation. Kommen wir dann erstmal ganz kurz zu den Sachen, die ich euch leider nicht zeigen kann. Und das wäre zum einen AirDrop. Das ist einfach den Grund, dass das nicht auf dem iPhone 4 unterstützt wird. Ich glaube, ab dem iPhone 4S ist es halt da. Mir steht halt aber nur ein iPhone 4 zur Verfügung, um iOS 7 zu testen. Außerdem kann ich auch aus dem gleichen Grund Siri nicht zeigen. Und FaceTime Audio, welches dazu gekommen ist, kann ich auch nicht zeigen, weil ich ja kein zweites Gerät habe mit iOS 7. Und man kann halt nicht mit FaceTime Audio von iOS 7 auf iOS 6 anrufen. Das geht leider nicht. Gut, wir sehen also zurück zu dem Homescreen. Das Design, wie schon gesagt, ist überarbeitet. Und nie benutzte Icons haben einen blauen Punkt neben dem Namen. Das kann ich euch gerade am besten zeigen, wenn ich mal in den App Store gehe und irgendeine Google App runterlade, zum Beispiel Google Maps. Das lade ich mal kurz runter. Gut, ich muss kurz eben den PIN eingeben. Und dann wird das runtergeladen. Und man sieht auch hier, man hat so einen Kreis und das ist wie so eine Uhr, die sich dann langsam füllt, sobald die App runtergeladen ist, verschwindet das dann auch. Das ist halt auch neu hinzugekommen. Außerdem hat die Zeitungskiosk-App, das ist jetzt eine App, wo ist sie denn gerade? Genau hier, das ist jetzt eine komplett eigenständige App, früher war das ja nur ein Ordner. Und ja, den blauen Punkt sehen wir jetzt leider nicht.
Zumindest in den vorherigen Versionen war das so. Ich kann sein, dass sie das entfernt haben. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, die Ordner sind jetzt anders. Hier hat man leider nur 3x3 Icons. Man kann allerdings auch verschiedene Seiten im Ordner haben. Und dann kann man so wischen. Wie viele Seiten man haben kann, weiß ich nicht, aber da gibt es bestimmt ein Limit, aber das ist mir derzeit leider nicht bekannt. Wie auch schon eben gezeigt, haben wir das Control Center. Ja, das kann man von überall ausrufen, von den Apps. Wenn man irgendeine Vollbild-App hat, dann muss man, glaube ich, zweimal hochwischen. Einmal, um diesen Dingens zu bekommen. Das ist wie halt beim Notification Center. Und ja, beim Notification Center ist er halt genauso. Ja, dann können wir uns das mal angucken. Und hier haben wir unsere heute Mitteilungen. Hier haben wir auch normalerweise Aktien. Gut, das habe ich auch deaktiviert. Und hier haben wir alle möglichen Erinnerungen. Und hier haben wir die verpassten Anrufe. Eine weitere Änderung in iOS 7 ist das sogenannte iOS in the Car. Und zwar werden 2014 Modelle erscheinen, also Automodelle, in denen das eingebaut ist, und somit kann man Siri im Auto benutzen. Und man drückt halt zum Beispiel einen Knopf auf dem Lenkrad und dann kann man mit Siri reden und zum Beispiel die Navigation irgendwo angeben, wo man hinfahren möchte. Und ja, dass man halt sich mehr aufs Fahren konzentrieren kann und nicht so an den Armaturen rumspielen muss. So, als nächstes kommen wir zu Spotlight, und zwar haben wir Spotlight nicht mehr hier ganz links, sondern man kann jetzt auf jeder Home-Seite einfach irgendwo runterziehen und man hat hier die Spotlight-Suche. Und das geht hier genauso. Und ja, eine große Veränderung in iOS 7 ist das Multitasking. Das sieht jetzt nämlich so aus. Und hier hat man die Apps alle im, also man hat eine Vollbildansicht. Also man hat die Ansicht der Apps. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und um die App zu schließen, muss man einfach nur hochswipen. Allerdings muss man das trotzdem bei jeder App einzeln tun und man kann halt nicht irgendwie alle auf einmal schließen. In Safari hat man jetzt unendlich viele Tabs. Man kann halt unendlich viele Tabs öffnen. Früher war das ja irgendwie begrenzt. Der private Modus ist jetzt hier, das heißt, man kann das einfach ganz einfach hier rüber den privaten Modus anschalten. Und ja, wenn man mehrere Tabs offen hat und man switcht in den privaten Modus, wird man gefragt, ob man alle Seiten schließen kann, also alle Tabs, ob man die schließen will. Und das ist halt ziemlich praktisch. Der .com-Button ist jetzt entfernt worden, allerdings kann man, wenn man auf den Punkt drückt, die wiederholen. Man hat hier net, eu, edu, org, com und de. Und ja, so kann man halt einfach ganz einfach irgendwas eingeben. Zum Beispiel, ja, hu.de. Okay, ja, hu muss man dafür auch richtig schreiben. Außerdem hat man jetzt ein Feature, das Keychain speichert die Passwörter. Ich weiß nicht, ob man sich das aussuchen kann. Ich glaube, man kann es auch deaktivieren. Man speichert auf jeden Fall die Passwörter, die man hier speichert, und synchronisiert diese auf iCloud und dann auf euren Mac, und dann habt ihr auch da eure Passwörter in eurem Safari. Ob das gut ist, kann jeder selber entscheiden. Wir können aber allerdings kurz mal gucken, ob man dieses Feature in den Einstellungen ausschalten kann. Und ja, hier ist es, Kennwörter, Kreditkarten. Das kann man hier auf jeden Fall ausschalten irgendwo. Naja, kommen wir zu, ja genau, was ich noch sagen wollte ist, ich mache das leider nicht komplett vollständig, weil der Changelog von iOS 7 würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Maps gab's, einige Updates, die Uhr,
Wenn man jetzt einen Timer erstellt, wird der jetzt auch im Lockscreen angezeigt. Machen wir uns mal einen Timer für 15 Minuten. Wenn wir jetzt in den Lockscreen gucken, sehen wir hier, genau, das wollte ich auch noch dazu sagen, und zwar dauert das ziemlich lange, bis das Gerät aufwacht, wenn man dann irgendeinen Knopf drückt. Wir sehen halt hier den Timer. Gut, das können wir jetzt auch abbrechen. Und in der Musik-App ist neu, dass es iTunes Radio gibt. Allerdings gibt es leider noch nicht in Deutschland, wahrscheinlich wegen der GEMA. In den USA gibt es das auf jeden Fall schon, und dann kann man Radio hören einfach, und die Lieder, die man dann gehört hat, kann man sich dann auch kaufen, wenn man es denn will. Im App Store gibt es jetzt automatische App-Updates. Ja, die Apps aktualisieren sich einfach automatisch im Hintergrund, und das ist auch ein Feature von iOS 7, und zwar gibt es Background Downloads. Zum Beispiel, wenn ich die Podcast-App habe von Apple, dann lädt die mir automatisch meinen Podcast runter, sobald eine neue Serie verfügbar ist. Ich muss nicht wie früher die App öffnen und manuell auf Runterladen klicken. Kommen wir zur Kamera-App. Und hier ist es so, es ist ein Zoom während der Videoaufnahme möglich. Das probieren wir gleich mal aus. Gut, hier ist es anscheinend nicht möglich. Wir können, ja, also so steht es jedenfalls im Changelog. Dann halt eben nicht. Was auch noch drin steht, ist, dass man mit der Kamera-App iTunes-Gutscheine einlösen kann. Ich habe jetzt gerade keine hier. Und ja, man kann hier einfach wischen, um zwischen Video, Foto und Quadrat für Profilbilder und Instagram und sowas, dann kann man halt direkt ein quadratisches Foto aufnehmen. Auf dem iPhone 5S gibt es auch noch eine Slow-Motion-Kamera. Damit kann man in Slow-Motion aufnehmen. Ja, logisch. Und es gibt einen sogenannten Burst-Mode. Das gibt es auch nur auf dem iPhone 5S. Und zwar, man hält halt den Foto-Button gedrückt, und dann werden ganz viele Fotos aufgenommen. Man sieht das halt hier. So, wenn man gedrückt hält, werden halt ganz viele aufgenommen. Und beim iPhone 5S sind das halt ziemlich viele. Es sind die 120 Frames in der Sekunde, die halt dauernd aufgenommen werden, wenn man das gedrückt hat. Und dann kann man sich einfach das beste Foto aussuchen. Kommen wir zum Game Center. Das sieht auch anders aus. Und ja, ein paar Bubbles. Oh, hier muss ich mich anmelden. Gut, dann kann ich euch einfach so sagen, so viel hat sich da nicht geändert. Das Design hat sich geändert, gut, aber von den Funktionen nicht wirklich was. Ehrlich gesagt benutze ich Game Center auch nicht wirklich. Zeige ich euch mal eben die Kompass-App, wenn ich sie finde. Kompass-App. Können auch danach einfach suchen. Kompass. Oh, Kontakte. Kompass-App. Gut. Da ist die Kompass-App, und man muss halt das kalibrieren, indem man das so kreist. Und das mache ich mal kurz. Danach hat man hier einfach einen Kompass. Und man kann nach rechts wischen, und dann kann man hier halt gucken, ob man irgendwie auf einem Geraden steht. Wenn das gerade ist, wird es auch noch grün. Ansonsten einfach schwarz. Ja, einfach mal ein bisschen ausprobieren. Das war jetzt halt die Kompass-App. Gut, kommen wir als nächstes zu den Notizen. Das sieht auch ein bisschen anders aus. Obwohl, hier geht das noch. Hier muss man einfach draufdrücken, kann man irgendeine Notiz schreiben. Was mich allerdings verwirrt hat am Anfang, war die Erinnerung-App. Denn um eine neue Erinnerung zu erstellen, muss man direkt hier reintippen. Und nicht wie früher auf das Plus.
Und dann kann man hier einfach eine neue Erinnerung erstellen und ja. In den Einstellungen hat sich auch einiges getan. Also wir sehen erstmal ganz allgemein Flugmodus, ja, das kennen wir bis hierhin. Mitteilungen können wir gucken, was im Notification Center alles erscheinen soll. Dann haben wir das Control Center, das ist das hier. Und hier können wir einfach nur einstellen, ob wir das von den Apps haben wollen oder ob wir das, also Zugriff von Apps aus, dann dürfte das hier nicht mehr erscheinen. Und Zugriff im Sperrbildschirm ist sehr selbsterklärend. Da muss ich nicht wirklich was zu sagen. Bei Datenschutz haben wir hier auch noch Mikrofon und Bluetooth-Freigabe. Und man kann halt jetzt bei Internet, mobiles Netz, genau, kann man jetzt einstellen per App, welche Apps auf mobile Daten zugreifen sollen und welche nicht. Hätte ich jetzt noch hier 100 Apps, die auf Internet zugreifen würden, könnte ich jetzt sagen, ja, diese App darf mobile Daten verwenden und diese halt nicht. Ein weiteres Feature ist in Find My iPhone, und zwar, wenn man mein iPhone suchen in den Einstellungen aktiviert hat, das ist hier irgendwo bei iCloud. Gut, habe ich hier gerade auch nicht eingestellt. Wie auch immer, wenn man das aktiviert hat und man verliert das iPhone und jemand findet das und will das wiederherstellen, dann geht das nicht, weil um es dann zu aktivieren, muss man die Apple-ID eingeben, mit der es vorher sozusagen gesperrt war. Wenn ich jetzt mit meiner Apple-ID hier das Find My iPhone-Feature aktiviere und ich will das iPhone wiederherstellen, muss ich entweder erst, also ich muss sowieso erstmal das Find My iPhone-Feature deaktivieren, bevor ich das wiederherstellen kann. Und wenn ich es dann wiederhergestellt habe, muss ich zuerst wieder meine Apple-ID eingeben, um das iPhone zu aktivieren. Also das ist ein ziemlich guter Schutz gegen Diebstähle. Was auch noch neu ist, dass bestimmte Kabel geblockt werden. Wenn man ein nicht zertifiziertes Apple-Kabel hat, dann kann man damit das Gerät leider nicht aufladen. Und auch die Meldung, wenn man jetzt an einem PC verbindet, das mache ich jetzt mal kurz, kommt halt so eine Meldung, ja. Warten kurz einen Moment. Öffnen wir mal iTunes. Gut, hier sehen wir, dieses Zubehör wird nicht unterstützt. Und hier, das ist die Meldung, von der ich eigentlich gesprochen habe. Und zwar wird gefragt, ob wir diesem Computer vertrauen wollen, wenn wir auf Vertrauen klicken. Dann können wir mit iTunes synchronisieren und so weiter. Wenn wir auf Nicht-Vertrauen klicken, können wir halt iTunes nicht nutzen. Also das Gerät nicht mit einem Computer auf iTunes verbinden. Und wir können auch keine Musik synchronisieren und so weiter. Und ja, halt bei fremden Geräten sollte man auf Nicht-Vertrauen klicken. Und wenn man das iPhone einfach irgendwo laden will und es kommt so eine Meldung, könnte es sein, dass jemand versucht, eure Daten zu klauen? Also da auf jeden Fall auf Nicht-Vertrauen klicken. Gut, das war's eigentlich auch schon mit iOS 7. Natürlich gibt es viele Features, die ich leider nicht zeigen konnte. Aber so im Groben und Ganzen ist es das. Es gibt auch noch zum Beispiel den Parallax-Effekt und solche Sachen, die kann ich leider nicht zeigen, wegen halt iPhone 4. Und ja, aber ansonsten war das halt das Overview von iOS 7. Jailbreaken kann man das noch nicht offiziell. Also es gibt OpenSnow, damit kann man ein iPhone 4 Tether booten. Wenn man sich damit einen eigenen Jailbreak zusammen bastelt, kann man das im Prinzip machen, wenn man erfahrener Hacker ist. Aber so für den Nutzer gibt es noch nicht wirklich einen Jailbreak. Ich habe mir schon einen hier zusammengebastelt und einen Cydia gepatcht. Da könnt ihr euch das mal angucken. Hier, das ist noch nicht wirklich Release fertig.
Also das gibt's auch nur so, wenn man den Patch installiert. Dazu habe ich schon ein Video gemacht. Und ja, also ich hoffe, denn bald kommt ein Jailbreak dafür raus. Wenn einer rauskommt, mache ich ein Video dazu. Ansonsten würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.